Willkommen zum ASMR-Stream. Mit Schmatzgeräuschen und Ohrlecken. Geräuschen. Und Gerüchen. Das ist ein Soda. Das übliche, genau. Drei Sekunden Verzögerung. Ah, jetzt. Gut. Herzlich willkommen.
Ja, keine Ahnung. Streamlabs zählt als Moderator und in dem Fall als Zuschauer. Keine Ahnung, wie das Twitch zählt. Ist mir auch egal. Hauptsache, ihr seid da. Moin. Herzlich willkommen nach längerer Abstinenz. Kann das sein, dass das irgendwie hängt? Ja, mit Zwangspause. Einmal Kopfschmerzen bedingt und einmal Vodafone bedingt. Dankeschön, Vodafone! Aber naja, was soll man machen? Da ist man nicht gefeilt. Herzlich willkommen. Hallo Tarkinius, hallo Barefooted, hallo Rudi, hallo Gottkaiser. Ja, stimmt, heute gab es kein Announcement, ne? Ich glaube, die Musik könnte man ein bisschen leiser machen. Ja, das stimmt allerdings. Die Liste ist nicht immer aktuell, also die Anzeige der Zuschauer hängt sehr, sehr stark hinterher. Und deswegen, egal. Was mich sowieso generell immer wundert ist, warum habe ich 541 Zuschauer, also quasi Abonnenten bei Twitch, und in der Regel schauen bloß 15 zu. es ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich wie bei YouTube. 1% der wirklichen Abonnenten schauen auch regelmäßig dann den Content. Die anderen haben halt einfach so mal abonniert irgendwann. Jetzt ist gerade ein bisschen Musik doppelt. Moment, ich muss mal kurz warten, bis Vintage Story geladen ist. Das ist etwas irritierend. So, ich habe meine Playlist zusammengestellt mit knapp 400 Titeln. In der Hoffnung, dass die nicht von Twitch und Co. rausgefiltert werden. Das ist jetzt ein bisschen nervig, dass die Winter Story Musik läuft und meine Playlist im Hintergrund. Und ich kann beides nicht ändern gerade, weil ich den Ladebildschirm von Winter Story habe. So. Oh, im Spiel regnet's. Settings, Sound, Musiklevel, aus. Graphics, Graphics können wir mal hier runternehmen, dass wir genug Ressourcen haben. Für eins Stream. So. Und dann gehen wir mal hier auf Home. Ich bin sofort da für euch. Macht euch schon mal bequem, setzt euch hin, nehmt einen Kaffee oder einen Tee oder was auch sonst ihr immer trinkt. Oder ein Bierchen. So. Warte. Schnappel, genau, Schnappel. Schnaps kommt später. So, okay, gut. Jetzt muss ich mal kurz... Das geht? Das funktioniert? Gut. Alles klar. Okay, so. Jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz in den Chat gucken.
Und dann hole ich mal meine Playlist noch nach vorne, damit ich sehe, was läuft. Irgendwie habe ich heute meinen Desktop nicht richtig geordnet. Irgendwie ist alles quer durcheinander, deswegen muss ich mal ganz kurz nebenbei ein bisschen was sortieren. So, okay. Die Frau blockiert die Leitung. Die Telefonleitung. Kennt ihr das noch? Damals, zu Modemzeiten, als man ins Internet gegangen ist, sich eingewählt hat und dann hat man erstmal die Telefonleitung für die ganze Familie blockiert. Also das ging bei uns immer so etwas hin und her. Ja, da haben sich auch schon die Verwandten dann immer beschwert. Mensch, man kann ja bei euch nie anrufen. Wurde halt quasi dann immer die Faust geschwungen. Man kann ja nie bei euch anrufen, da ist ja ständig besetzt. Ja, weil der Junge immer im Internet nach Porno, Bildern zum Ausmalen sucht und guckt, ne? Und lernt, natürlich. Zum Glück sind die Zeiten vorbei. Aber es ging eine Zeit lang, ne? Kennt ihr noch diese AOL-CDs? Mit diesen 30 Stunden gratis? Ah, Barefooted, vielen Dank für dein Prime-Sub. Für 17 Monate. 17 Monate ist das schon wieder her. Das ist total krass. In dem Sinne, vielen Dank für dein Subscribe. Vielen Dank, wie lieb von dir. Vielen Dank für dein Subscribe. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Vielen Dank. So. Was macht man heute? So viel sind wir gar nicht. Aktuell zumindest. Ja, das war so geil, diese AOL-CDs. Die waren ja immer in diesen Computerzeitschriften drin. 30 Stunden gratis oder gab es dann auch diese mit 180 Stunden gratis und Wahnsinn. Also wir hatten damals auf jeden Fall auch einen AOL-Zugang. Und da gab es ja auch dann immer diese AOL-Chats und so, wo man halt quasi dann... Also ich habe tatsächlich darüber Leute kennengelernt noch damals. Heute keinen Kontakt mehr zu denen. Aber damals so zählten die dann so teilweise auch zu dem Freundeskreis, die man im Real Life gesehen hat. Das ist total verrückt gewesen. Man war irgendwie in so einen Chatrooms drinne, die themenbezogen oder ortsbezogen waren. Hat sich über sinnlosen Kram unterhalten und keine Ahnung. Das war total witzig. 30 Stunden gratis. Und das waren ja auch so diese wie hieß denn das damals? Napster, glaube ich. Hieß das Napster? Ja, Napster, genau richtig, Napster. Wer hat's nicht gemacht, ja? Wer hat nicht illegal Musik aus dem Internet geladen in seiner Jugend? Wer hat es nicht gemacht mit Napster oder mit Emule damals? Nein. Takinus, Barefoot hat ihr eigenes Geld und kann damit machen, was sie will. Mr. Sunshine, Nabend, grüß dich. Das hart verdönerte Geld. Das ist so. Das waren witzige Zeiten, auf jeden Fall. Wir hatten damals so einen Schneider-PC, genau richtig. Einen Celeron 400 mit, ich glaube, 128 Megabyte Arbeitsspeicher.
eine ATI Rage 2 Grafikkarte mit ganzen 8 MB RAM. Und einer, lass mich lügen, 7 GB großen Festplatte. War tatsächlich schwer, die voll zu kriegen damals. Kann man sich heute gar nicht so richtig vorstellen. Hat jedes Handy mehr. Und damit hat man gezockt und ist damit ins Internet gegangen. Ist total verrückt. Und das total Verrückte ist halt, dass man sich an dieses Setting immer noch erinnern kann. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, was da für Komponenten drin verbaut waren. Bei dem Mainboard kann ich es leider nicht mehr sagen. Das war nichts Markentechnisches oder irgendwas. Also das war ein Schneider-PC aus dem Otto-Katalog, den sich mein Vater damals zugelegt hatte. ich weiß leider auch nicht mehr, was der gekostet hat. Er war halt so ein Komplettset mit Röhrenmonitor, Maus, Tastatur und all so ein Käse. Ne? Da wurde halt quasi, damit hat man dann quasi gezockt. Und es war also so ein Familien-PC, wurde halt quasi geteilt. Meine Eltern hatten damals auch ein zusammengelegtes Konto. Aber heutzutage also nicht mehr so üblich. Also ich kenn's von keinen jüngeren keinen Person oder keinem Freundeskreis in meinem Alter, der irgendwie ein zusammengelegtes Konto hat. Alles getrennt. Viele machen es so, die haben ein Haushaltskonto oder sowas, wo halt quasi dann mal ein bestimmter Teil eingezahlt wird und daraus werden dann gewisse Sachen finanziert. Moin, Wuwasch, grüß dich. Hi. Deine erste Festplatte war 800 MB groß. Oder war die 700? Nee, ich glaube, die war 7 GB groß. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber ich glaube, irgendwie war es irgendwie im Gigabyte-Bereich. Kann ich mir vorstellen. Aber generell war der erste Computer, so richtig mit Tastatur, war der C64, den wir hatten. Der hat, glaube ich, mein Vater auch irgendwo mal damals gebraucht, gekauft oder vom Arbeitskollegen abgekauft oder vom Kumpel oder irgendwas. Und da habe ich mein erstes Text-Adventure geschrieben in Basic. Das Witzige ist, dass ich damals nicht wusste, wie man speichert. Also ich wusste nicht, wie man dieses Text-Adventure auf eine Diskette speichert. Deswegen hatte ich den Computer dann mehrere Tage angelassen. Man konnte das dann ablaufen lassen, also man hat es halt quasi durchspielen können, ja. Man musste halt quasi das immer wieder aufrufen, aber ich hatte keine Ahnung, wie man das auf der Diskette speichert, deswegen lag das halt im RAM. Und dann habe ich ihn ausgemacht und dann war das Text Adventure auch wieder weg. Oh, du hast sogar einen C16, also das ist krass. Okay, deine Frau verwaltet beide Konten. Naja, so geht's auch. Ah, es war schon ganz cool. Wir hatten halt auch noch zwei Nachbarn, die ebenfalls ein C64 hatten. Und da wurde dann immer die Hardware geshared. Mal da ein Laufwerk hingebracht, ein Diskettenlaufwerk. Oder man hat mal das Bandlaufwerk, also das Kassettenlaufwerk ausgeliehen an den Nachbarn. Oder wir hatten sowas ähnliches, das hieß Geos. Ich glaube, das hieß Geos. Ich glaube, das war für den C64, warte mal. C64 Geos. Das war für den C64 so eine Art Desktop-Oberfläche. Das war so ein extra Modul, was man quasi hinten dran gesteckt hat. Das hatte eine erweiterte, das hatte halt so einen erweiterten RAM-Slot.
Behind the Light, grüß dich, Peace. Servus, natürlich kenne ich dich noch. Geht's dir gut? Und ja, das sah so aus. Wer einen Farbmonitor hatte, also wir hatten keinen, wir hatten so einen kleinen Fernseher, wir hatten so einen ganz kleinen Fernseher, wo der angeschlossen war. Der war in Farbe. Und das war so ganz witzig, das war so total verrückt. Ich kann mich noch daran erinnern, das sah halt, ich weiß nicht, das sah irgendwie, wenn ich mir das jetzt so betrachte, ich jetzt hier mal das Bild mal so größer mache. Ja, ja, genau so sah das aus. Hallöchen, Pummeltrine, grüß dich. Prost. Prost. Und je nachdem, was man halt quasi an Hardware hatte, hat sie halt quasi auch, genau, wir hatten auch einen Drucker. Hast halt zwei Laufwerke drin oder sowas. Da gab es dann auch schon eine Maus dazu. Man hatte dann auch schon eine Maus. Mit der konnte man das halt quasi alles anklicken und so weiter. Es gab ein Paint-Programm, mit dem man halt malen konnte. Und der Takino sagt, ich soll mal MVC FD88 googeln. Was ist denn das? Eine Digitalkamera? Ja, die Winterolympiade kenne ich noch. Es gab Winter Games und es gab Summer Games. Ich hatte damals beides gehabt. Bestand ja aus mehreren Disketten. Und ja, es hat immer geladen wie die Hölle, das glaube ich dir. Ja, darüber reden wir später. MFG, moin, grüß dich. Nabend. Ja, das ist, da hast du recht. Benjo Kazoo. Meine Playlist besteht ausschließlich aus Musiktiteln von Computerspielen. Von ganz alt bis, Ich glaube, wenn ich es richtig überblicken kann, so bis so in die 2000er rein. Also so 2010 oder sowas. Aber die ist krass. Also okay, gut. Kenne ich noch gar nicht. Also habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja total verrückt. Mit einer Diskette. Mit... Also ich hatte meine erste Digitalkamera... war eine von Concord. So hieß der Hersteller. War schweineteuer gewesen. Habe ich damals noch, so kurz nach der Lehre, in Raten abgezahlt. Hatte aber schon einen SD-Karten-Slot gehabt. Und da hatte ich eine SD-Karte mit 128 Megabyte oder so. Und da haben unglaublich viele Bilder drauf gepasst. Die Bilder habe ich tatsächlich alle noch. Was digitale Bilder angeht, die ich gemacht habe, habe ich bisher eigentlich fast alles aufgehoben. Ich habe so an die 40.000 oder 60.000 digitale Bilder gemacht bisher, seit ich eine digitale Kamera habe. Und wenn man sich die Digitalbilder anguckt von 2003, ja, das ist schon ein krasser Unterschied. Warte, ich guck mal. Wo ist sie denn hin? Ach da, Lenovo Legion Y520. Wir schwelgen gerade in Erinnerungen.
Mr. Sunshine geht schon wieder ins Bett. Dann eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Ja, und schlaf schön, mach's gut bis dahin und bleib so schön. Barefooted, vielen, vielen Dank für dein Sub. Wer hat's denn bekommen? MFG, herzlichen Glückwunsch, MFG, für den Sub. Herzlichen Glückwunsch. Und dir natürlich vielen Dank für dein Subscribe. Vielen Dank, wie lieb von dir. Vielen Dank für dein Subscribe. Vielen Dank, wie lieb von dir. Vielen Dank, Barefooted. Das ist dein Laptop, den du jetzt aktuell hast, oder was? Was hat denn der für Specs? Ist das der hier? Legion Y520. Ich glaube, wir müssen mal jemanden als Moderator, der den Chat hier... mal freigibt. Moin, Jano, grüß dich. Und Olaf natürlich auch, du schaust bestimmt auch gerade zu. Ja, eigentlich schwelgen wir gerade in Erinnerung. Wir waren nämlich hier beim C64 gewesen. Und da habe ich erzählt, dass es so ein Geos, ein Desktop-ähnliches Betriebssystem, also eine Art Oberfläche für den C64 gegeben hat. Ich glaube, man konnte darüber aber keine Spiele starten. Die musste man ganz normal noch im Dings starten. Ach so, Olaf. Ah, okay, stimmt, der muss ja arbeiten, ja. Stimmt. Ja, schade. Muss er sich das mal leider dann antun. Also quasi nachträglich antun. Gottkaiser, vielen Dank. Ich setze mich mal gerade hin. Du hast da recht. Man muss sich auch mal ordentlich hinsetzen. Ah. Ach, Mensch, herrlich. Und ich fand das damals genau richtig. Wir waren stehen geblieben bei Winterolympiade und Summer, also Winter Games und Summer Games von C64. Ob man das, findet man das? Gibt es eigentlich so Online-Emulatoren? Also ich weiß, ich habe irgendwo auf der Platte habe ich noch einen C64-Emulator rumliegen. Wir könnten ja irgendwann mal C64-Spiele im Stream zocken. Das ist bestimmt witzig. Warte mal. C64 Winter Games. Da gab es ja auch dieses Skifahren. Oh, ja, genau richtig. Hier. Das habe ich, Skiweitsprung, das habe ich gerne gemacht. Da war ich auch immer recht gut gewesen darin. Oh, jetzt geht's los. Da war ich auch immer recht gut gewesen darin. Und da gab es halt... Es gab Skilanglauf. Genau, das hier. Eiskunstlauf. Das habe ich nie kapiert. Das habe ich nie hinbekommen. Ich habe das absolut nie hinbekommen. Und was ich auch ganz gerne gemacht habe, ist dieses... Ich weiß nicht, ob man das sieht oder ob es zu klein ist. Wie heißt denn das? Langlaufen, dann so schießen. Das hat da so einen speziellen Namen. Da musste man halt quasi Langlauf machen. Da musste man auf Sachen schießen. Ja, mach mal gleich, wenn ich fertig bin im Erinnerungsschmelgen. Und was halt auch cool war dieses Bobfahren. Das war auch mal ganz witzig. Da musstest du dann immer so gegensteuern, dass du nicht aus der Kurve fliegst. Biathlon, genau richtig, Biathlon, dankeschön, Biathlon. Und das hier,
Genau richtig. Das konntest du nämlich ja auch dann immer, ich glaube, gegen Computer. Also auch so Eiskunstlauf. Nicht Eiskunstlauf, so Eisschnelllauf. Und was auch witzig war, war dieses mit dem über die Fässer springen. Das habe ich auch nie wirklich hinbekommen. Also ich bin da immer, keine Ahnung, so vielleicht hier zum fünften Fass oder sowas bin ich dann drauf geflogen. Das hat irgendwie nie geklappt. Aber durchgespielt habe ich es auf jeden Fall ein paar Mal. Das war immer ganz cool. Ja, so ist es halt, ne? So. Heute ist ja auch noch Verlosung, ne? Vom Video. Ich habe es ja schon mal vorbereitet. Und jetzt gehen wir mal ins Spiel rein. Mal gucken, ob er umschaltet. Jawohl. So. Wir können uns ja mal am Spawn versammeln. Ups. Nö, Pfeile. Pfeile müsst ihr nicht mitbringen. Das gebe ich euch einfach. So, ja, wer mitmachen möchte, der reiht sich einfach mal im Spawn ein, genau. Ich werde dann schon mal, achso, ich hätte vielleicht mal mein Inventar leer machen müssen oder so. Pack mal mein Zeug hier rein. Und so. Das ist die Super Mario Bros. Jazz Version. Geht gleich los. Die ersten versammeln sich. Gottkaiser will mich scheinbar wieder abstechen oder so. Hallo? Hier ist der MFG. Da kommt noch der Wuwasch. Ja, grüße Gott. So. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Seit heute 21.21 Uhr ist Herbstanfang. Oder ist Herbst. Blaubeerenschlacht. Ich esse die Blaubeeren, weil ich brauche noch was, ich muss mich mal noch ein bisschen aufpäppeln. Ein wenig. Ja, seit heute 21.21 Uhr ist Herbst. Und man merkt auch schon am frühen Morgen, dass es immer recht dunkel ist. Und natürlich wird es auch wieder früher dunkel abends. So, irgendjemand hat doch, glaube ich, noch geschrieben, kommt gleich. Oder Rudi. Wuwasch ist hier. MFG ist dort. Gott, Kaiser hat sich schon wieder versteckt. Was ist das? Schnee? Ein Schneeblock? Ach, hier ist er.
Man müsste die Items auch so werfen können, wie zum Beispiel die Steine. Da ist er, der Rudi. So, na dann, ich schätze mal, das ist eine gute Anzahl eigentlich. Also wir sind 4 Spieler. 1, 2, 3, 4. Bin ich gerade noch einen Jano gesehen irgendwo? Na gut, ja, ich würde sagen, wir gehen mal hinter. Bitte folgen Sie mir unauffällig. Ach, ich mag das Wasser. MFG kann nicht mitmachen, nur zuschauen. Wieso? Hast du eine Sehnenzerrung? Du hast einen Sammelauftrag. Naja, dann machen wir das halt einfach. Sind wir hier richtig? Ja, ne? So. Da ist das Bettenparadies. Ach so, der MFG muss gleich Schluss machen. Ah, das ist natürlich schade. Aber lässt sich natürlich nicht ändern. Aber das Bogenturnier kann man ja später machen. So, da hinten ist das dänische Bettenlager. Keine Werbung. Ich werde hier nicht vom dänischen Bettenlager finanziert. Aber was hast du für einen Sammelauftrag? Also was sammelst du? Mich wundert es gerade, warum... Ach so. Das Lied, was gerade im Hintergrund lief, das hat, keine Ahnung, noch eine Minute nichts. Also leer. Leerlauf. Warte, wir müssen mal, Gottkaiser geht irgendwie hier lang. Gottkaiser macht hier Sauereien. Okay, was das für Sauereien sind, das möchte ich jetzt nicht mehr wissen. Das möchte ich auch nicht näher vertiefen. Bummeltrine, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für dein Subscribe. Vielen Dank, wie lieb von dir. Vielen Dank für dein Subscribe. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ja, Bummeltrine, schön, dass man dich wieder sieht. Schön, dass es wieder bei dir auf bergauf geht. Das freut uns alle sehr. Und nochmal vielen, vielen Dank. Jetzt hat der Janu mir immer noch nicht gesagt, was er für einen Sammelauftrag hat. Sieht das witzig aus. Ach ja, hier unser unser Chisel-Weltmeisterschaft. So, Moment. Ja? So, die Regie hat mir gerade soeben ein leckeres Getränk gebracht. Was mir hier fehlt, ist ein Untersetzer. So, weiter geht's. Wir sind gleich da. Der Weg ist das Ziel. Ah, Sammelauftrag ist Geheimsache. Psst. Gut. Dann wollen wir die Privatsphäre respektieren und nicht weiter nachfragen. Aber vielleicht erklärst du uns mal kurz, was dein Sammelauftrag ist. Bleibt ja unter uns. Oh Gott, oh Gott, oh nein, oh, ein Weglagerer.
Oh, welch Unhold! Hinfort! So, okay, hier sind wir. Ich würde sagen, wir starten mit diesem, mit dem hier hinten, ne? Mit dem Bogen weit schießen. Ich habe mir gedacht, dass jeder eine gewisse Anzahl an Pfeilen bekommt. Und, ja. Derjenige, der dann am, ja, am öftersten getroffen hat, der hat halt gewonnen. So, hat jeder einen Bogen oder braucht ihr Bögen? Ich würde euch die geben. Ihr braucht alles. Okay, kein Problem, kriegt ihr. Wie viele Bögen brauchen wir denn jetzt? Ich glaube, 3 spielen jetzt mit, ne? So, der Wuwasch bekommt einen Bogen. Ich gebe euch den Recurve Bow. Da hat jeder den, der ist hinter dir, glaube ich, geflogen. Rudi? Muss ich mal umdrehen? Oder warte? So. Und der Gottkaiser? Hat jeder den gleichen Bogen? Und sozusagen gleiche Voraussetzungen? Was nehmen wir für Pfeile? Toll. Ist eigentlich wurscht, wa? Die unterscheiden sich ja quasi nur im, in dem Damage. Nicht in der Fluggeschwindigkeit. So, 1, 2. Kriegt jeder erstmal einen Stack? Ich fange hier bei Wuwasch an. Ah, Gott, Kaiser wollte schon wieder einsammeln. Ah, ja, ja. So ist er. Ja, zu spät. So, wer jetzt seine Pfeile verschießt, bekommt erstmal keine neuen, ne? Wollte ich jetzt nur mal sagen. Oh. Werden die jetzt eingesammelt? Also jeder muss 64 Pfeile haben, ja? Dass das klar ist. Hat jetzt jeder 64 Pfeile. Ah. Olaf muss töpfern. Der arme Kerl. Der tut mir jetzt schon leid. Kennt jemand die Musik? Hat jemand Fable gespielt? So, Gottkaiser, wie viele Pfeile hast du denn? Ah ja, Barefooted, stimmt. Du hast das gespielt. Da müsstest du die Musik auch kennen, genau. Naja, hast ja auch geschrieben. 64, gut, jeder hat 64. Felbe 1, 2 und 3, alles klar. Das ist gut, ich habe, glaube ich, bloß den dritten Teil gespielt. Ich mach's mal ein bisschen hell, damit jeder die gleich. Ja, stellt euch gerne schon mal hier hin. Der Plan sieht jetzt vor. Achso, ich wollte eigentlich noch, Markierungen. Nee, egal. Wir zählen das einfach durch. Achso, okay, du hast deine Kiste hingesetzt, ja. Es gibt ja drei Ziele. Es gibt einmal das vorderste, dann das mittlere und das hinterste.
Wir fangen bei dem ersten hier vorne an. Verschießt eure Pfeile, versucht halt quasi die Puppe zu treffen. Der mit den meisten Treffern, ja, gewinnt das Spiel, sage ich jetzt einfach mal. Ja, dann fangt einfach mal an. Und viel Spaß dabei und viel Glück vor allen Dingen. Ich trinke in der Zeit. Also ihr könnt alle Pfeile verschießen, ihr kriegt nachher dann wieder die gleiche Anzahl an Pfeilen zurück. Ich habe übrigens eine Mod installiert, mit der man zoomen kann. Finde ich total praktisch. Wenn man in der, der die hat, also die hat anhat, dann sieht das so aus. Ansonsten, wenn man halt F4 drückt, kann man ohne Dings zielen. Gott Kaiser, du weißt, wie ein Bogen funktioniert? Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, die bleiben stecken. Okay, gut. Hier ist das Ding kaputt. Heißt das, dass jetzt quasi der Rudi die meisten... Gott Kaiser, versuchst du schon hinten die Dinger abzuschießen? Ach, herrlich. Das ist, ja, okay, gut. Gibt's jetzt einen Gewinner? Ich weiß es nicht. Man hätte irgendwie mitzählen müssen, ne? Wie zählen wir denn jetzt die Runde aus? Frage an den Chat, wie zählen wir die Runde jetzt aus? »64 Pfeile sind vielleicht einfach auch ein bisschen zu viel, oder? Kann das sein?« »Jetzt hängt mein Spiel.« »Jetzt werde ich selber abgeschossen.« Okay, wir machen das anders. Das war jetzt, wir nehmen das jetzt mal als Aufwärmerunde. Wir nehmen das mal als Aufwärmerunde. Habt ihr super gemacht, habt ihr euch super aufgewärmt. Schön, herzlichen Glückwunsch. Ich sammle mal die Puppen ein. So. Moment, ich muss kurz was umbauen. Ich muss ganz kurz was umbauen. Ach so, ja, mach mal. Ich muss eh gerade mal kurz was umbauen. Und dann geht's gleich weiter. Ach, das Licht brauchen wir hier nicht. So. Gut. Schmeißt mal bitte alle eure Pfeile nach vorn. Also alle Pfeile bitte weg. Ich nenne dich schon wieder Chat, genau.
geben Sie mir Ihre Pfeile, Sir. Oh. Oder hast du keine mehr? Gut. Hast du noch Pfeile, Rudi? Alle verballert. Okay. Der Rudi auch. Sehr gut. Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, es kriegt jetzt jeder 5 Pfeile. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Jetzt versucht ihr quasi dieses rote Ziel zu treffen. Ja, das ist euer Ziel. Das versucht ihr zu treffen. Der es am, mit seinen 5 Pfeilen am meisten getroffen hat, hat quasi diese Runde gewonnen. Ich glaube, das lässt sich besser auswerten, als einfach mal alle 64 Pfeile zu verballern. So, na dann, let's go to the mall. Macht mal los. Stehe ich im Weg? Ja, das ist daneben. Ein Treffer. Ist das ein Treffer gewesen? Ja, das ist ein Treffer, da hängt er. Auch wenn er da oben ist. Okay, 2 Treffer. Der Gottkaiser hat 1 Treffer. Na, kann man den als... Na, da ist... Der ist weit, eigentlich weit unten. Okay, hier vorne sind 2 Treffer. Naja, der liegt oben drauf. Das sehen wir jetzt einfach mal als Treffer. Und der ist eigentlich auch eher... Er tendiert eher... Er steckt im Roten drin. Er steckt im Roten drin. Also hier haben wir 1, 2, 3 Treffer. Und hier sind es 1, 2 Treffer. Er steckt im Weißen drin. Gut, der Rudi hat damit gewonnen, diese Runde. Kann sich das jemand aufschreiben? Oh, wer ist denn jetzt hier noch dazu gestoßen? Moment. Ah, die Coralie. Möchtest du mitmachen? Möchtest du mitmachen, Coralie? Bist du im Stream? Achso, du möchtest nicht mitmachen. Okay. Quasi ein Zuschauer. Gut, Rudi, herzlichen Glückwunsch für die erste Runde. Nächste Runde folgt sogleich. Mein Spiel hängt immer. Ich muss da bloß mal kurz hier die Strohpuppen einsammeln. So. Ich würde sagen, dadurch, dass das Ziel jetzt ein bisschen weiter hinten ist, nehmen wir einfach mal jetzt die doppelte Anzahl an Pfeilen. 10 Pfeile sollten gehen. Der Wuwasch ist der Einzige, der an dem Platz stehen bleibt. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, Moment, wir müssen noch verdoppeln. Der Gottkaiser will sich schon wieder neue Pfeile erschmuggeln. Ich sehe das. Dieser kleine Frechdachs. So, jetzt müsste jeder 10 Pfeile haben. Gut. Ja, das gleiche wie beim ersten Mal, ne? Nur, dass das Ziel jetzt weiter hinten ist. Okay, jeder hat 10 Pfeile. Das ist richtig. So, na dann, ihr könnt beginnen. Viel Erfolg. Ich trinke derweil Bier. Prost. Oh, der ist da knapp daneben.
Da hinten liegt übrigens ein Wildschwein. Das gibt extra Punkte. Oh, ein Treffer beim Wuwasch. Oh, der war ein wenig zu hoch. Ja, gar nicht mal so einfach, ne? Alle Pfeile, alle? Alle, alle. Okay, gut, wir haben... Na, wir haben einen Treffer quasi. Diesen hat diesmal der... Wuwasch. Nee, der, Rudi, du hast den Strohballen getroffen. So. Okay, gut. Merkt sich das jemand? Ein Punkt für Rudi, ein Punkt für Wuwasch. Und wir gehen wieder an die Ausgangsposition, bitte. Ihr braucht einen neuen Bogen. Bekommt ihr natürlich... Achso, du machst jetzt mit? Okay, du machst jetzt mit. Willst du die ersten beiden Runden noch machen? Also nachholen? Dann geh mal hier vor. Du hast einen Bogen, okay. Hier sind erstmal deine fünf ersten Pfeile. Und der Rudi, du kriegst einen neuen Bogen, bitteschön. Du kannst dich hier hin... Oder stell dich, warte. Da muss ich mal die Puppe wegnehmen. Willst du dich auch erstmal warm schießen wie die anderen? Die hatten ja die gleiche Voraussetzung. Danke, Barefooted. Okay. Ich glaube, der Rudi und die Coralie müssen jetzt noch mal stechen. Weil beide haben ja quasi drei Pfeile gehabt in dem ersten Anlauf. Es sind auf jeden Fall drei Pfeile drin. Das heißt, jeder kriegt von euch beiden nochmal drei Pfeile. Fünf Pfeile. Wie komme ich jetzt auf drei Pfeile? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Rudi, die Pfeile liegen neben dir. Ich glaube, er ist eingeschlafen. Mach mal einen Schritt nach vorn, Rudi. Ja, die Pfeile liegen vor dir. Immer noch. Rudi, die Pfeile liegen vor dir. So, na dann. Gib dein Bestes. Ich glaube, Coralie ist schon durch. Oh, Coralie hat schon wieder drei Pfeile drin. Der Rudi hat einen.
Achso, ich dachte schon, wär's durch. Gut. Dann müssen wir das Ergebnis erstmal verändern. Der Stream ist verzögert. Ah, okay, alles klar. Dann schreibe ich das jetzt immer in den Chat. Gut, dann hat die erste Runde die Coralie gewonnen. Das heißt, ändere mal dein Ergebnis quasi auf ein Punkt für Coralie und ja, erstmal ein Punkt für Coralie. Herzlichen Glückwunsch. Coralie muss jetzt die zweite Station quasi noch machen mit den 10 Pfeilen. So, kriegst du erstmal 10 Pfeile. Und du musst jetzt das hintere quasi treffen. So oft du kannst. Also das hier. Ich glaube, der Wuwasch hatte einen Treffer, ne? Ich glaube, einen Treffer hatte der Wuwasch gehabt. So, okay, du kannst beginnen, so wenn du dich da fühlst, bereit zu sein. Da gibt es für dich jetzt Gothic 4 epische Musik dazu. The Nameless Hero. Ist gar nicht so einfach, ne? Wie Gottkaiser da angeschlichen kommt. Okay, ich gut. Ich glaube, das war's. Pfeile sind alle. Leider kein Treffer. Aber das kannst du ja quasi mit dem nächsten Ziel kannst du das ja nachholen. Ja, das nächste Ziel ist da hinten natürlich dann das größere. Das weitere Ziel. Der rote Block hier oben. Bitte alle auf ihre Ausgangspositionen. Mein Herr. Ich würde sagen, wir geben jetzt 20 Pfeile. Ups, 1, 2, 3, 4. So. Es wird jetzt sozusagen die Königsdisziplin. So. Eine Lieferung für den Wuwasch. Eine Lieferung für den Gottkaiser. Eine Lieferung für den Rudi und für die Coralie ebenfalls eine Amazon-Pfeillieferung. Gottkaiser, du hast welche liegen lassen? Achso, du hast schon 20. Okay, gut. So, ja, ihr könnt loslegen, sobald ihr euch bereit fühlt. Moment. Ich sammle mal hier ein, was hier rumliegt. So. Gott. Ich schwebe mal hier hoch. Ich hoffe, wenn ich hier oben störe, dann sagt einfach mal Bescheid. Ja, startet, sobald ihr möchtet. So, Coralie pusht sich langsam ran. Kommt auf jeden Fall näher. Oh,
Der Rudi ist schon ganz, ganz nah dran. Ganz dicht. Ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Die Coralie, ich hoffe, das war Coralies Pfeil. auch fast dran gewesen. Oh, wir haben schon einen Treffer. Vom Wuwasch. Ich glaube, Gott Kaiser schießt noch nicht. Oh, okay, gut, gut. Ein Treffer vom Rudi, ein Treffer von Wuwasch. Und Gott Kaiser, ich glaube, er sitzt... Ah, er schießt aus dem Sitzen, ne? Macht das sehr clever. Er versucht, eine ruhige Hand zu halten, während er sitzt sozusagen. Ich sehe, wir haben schon zwei Treffer vom Wuwasch. Rudi ist ganz nah dran gewesen bisher. Der ging auf jeden Fall in die richtige Richtung, aber war dann leider drüber. Oh, der war ganz knapp, der war ganz knapp. Der ist ganz knapp drüber geflogen. Oh, der war ein bisschen zu weit weg. So. Pfeile sind, glaube ich, alle, ne? Gut, dann lasst uns mal das Ergebnis anschauen. Wir haben einen Pfeil beim Rudi. Und ganze zwei Pfeile beim Wuwasch. Bummeltrainer, ja, dankeschön fürs Zuschauen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns definitiv auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Und warte, Moment, Gott Kaiser. Prost. Ah, so, vielen, vielen Dank. Ja, okay, gut. Wir haben für die dritte Runde hier hinten einen Gewinner. Das heißt, ein Punkt für Coralie, ein Punkt für aktuell jetzt ja, den Wuwasch. Wer hatte eigentlich hier jetzt gewonnen? Wer hatte denn bei dem zweiten Dings gewonnen? Da war doch, glaube ich, auch der Wuwasch, oder? Kann das sein? Einmal Coralie. Nee, pro Spiel quasi, pro Spiel. Erstes Spiel hat Coralie gewonnen. Ich glaube, zweites Spiel hatte der Wuwasch gewonnen. Und drittes Spiel auch nochmal der Wuwasch. Das heißt, der Wuwasch hat zwei Punkte sozusagen. Sind alle anderen damit d'accord? Der Kaiser hat einen Punkt. Hast du einen Punkt? Hast du was getroffen? Verwirrt mich nicht. Ihr Schlingel. Echt? Also es geht darum, nicht was, wo er getroffen hat oder wer getroffen hat, sondern wer die Spiele hier gewonnen hat, also diese Ziele. Das sind ja drei Spiele quasi, drei Durchgänge und derjenige, der quasi diesen Durchgang gewonnen hat mit der höchsten Punktzahl an Treffern, der bekommt einen Punkt sozusagen.
Also, wie gesagt, Coralie hatte ja hier sich behauptet und hat es gewonnen. Wuwasch hatte diesen gewonnen. Und diesen ebenfalls. Mit 2 Punkten sozusagen. Er hat hier 2 Treffer gehabt. Gegenüber dem Rudi mit 1 Treffer. Das heißt, er hat halt quasi das 2. hinten gewonnen. Also. Ich schreibe das mal auf. So, erledigt. 100% daneben. Ne, nicht ganz. Du hattest ja hier vorne auch getroffen. Du hast ja hier vorne, glaube ich, getroffen, ne? Gehe ich davon aus. Gut, aber es gibt ja noch ein paar andere Spiele, die wir machen können. Und da würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Und zwar, wie viel sind wir denn? 4 sind wir jetzt, genau. Es liegt hier ein Schwein drinne. Das Schwein soll eigentlich nicht sein. Toll. Also nicht die Hühner töten, die müssen drinnen bleiben. Sag mal, dieses Schwein. Okay, so geht's auch. Da haut's halt einfach ab. So, okay. Wie war denn das jetzt hier gedacht? Ich weiß gar nicht mehr. So, Moment. Ach ja, genau richtig. Die Tiere, wenn sie getötet werden, bekommen ja den Tag des Spielers, der es getötet hat. Jeder kriegt jetzt 64 Pfeile. Dann werde ich Hühner hier drinnen platzieren. Und ja, wenn ihr dann fertig seid, keine Pfeile mehr habt, gucken wir einfach, wer die meisten Hühner gekillt hat. Oh Mann, ist das grausam. Und derjenige gewinnt quasi diese Runde. So, ich teile mal die Pfeile aus. Da nehme ich die großen. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach. Ganz viel Chicken Nuggets. Der Gewinner kann sich das Hühnerfleisch dann mitnehmen. So, dann brauche ich mal noch ein paar Hühner. Hühner. Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Ach, da oben. Wir nehmen auch einen Hahn. Wir nehmen, also es geht los, sobald ich es sage, ja. Also nicht los schießen. wie viel machen wir denn? Startsignal im Text bitte. Okay, mach ich so. Wir haben. Ich hoffe natürlich, dass die sich nicht alle in eine Ecke verziehen. Da müssen wir mal gucken. Wir machen mal. Wir sind 4 Spieler. 8, 16. Wir machen mal 16. Für jeden 3, sage ich jetzt einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und ein Hahn. Uh,
So, okay. Ich habe es im Chat geschrieben, dass es losgehen soll. Ich hoffe, es liest jeder. Und ja, es werden die ersten Pfeile auf die Hühner verschossen. Bisher sieht es jetzt nicht aus, als wenn schon jemand getroffen hat. Oh doch, es wurde schon einmal getroffen. Ein Huhn ist tot. Es gibt schon zumindest Verluste. Ich bin auf jeden Fall froh, dass sie sich nicht alle immer in die eine Ecke verziehen, sondern zumindest ein bisschen hin und her. Noch ein Huhn tot, noch eins tot, noch eins tot. Ich glaube hier vorne, der hier vorne steht, hat ein wenig die schlechte Karten. Aber er kann ja quasi gegenüber das Huhn noch erledigen, aber das ist natürlich jetzt auch wieder abgehauen. Ist natürlich doof, dass die sich halt quasi ein wenig in die falsche Richtung verziehen. Ein Huhn, zwei Hühner sind noch am Leben. Zwei sind noch am Leben. Sie rennen um ihr Leben. Meine Güte, ist das grausam und spannend zugleich. Und ja, es ist schon vorbei. Autsch! Ich bin doch kein Huhn! Wir machen erstmal wieder ein bisschen Tag. Ich sammle jetzt erstmal einen hier. Und dann gucken wir mal. Wir haben einen Gottkaiser. Warte, hier muss ich kurz das Gras wegnehmen. Hallo, Julius. Ich glaube, ich muss mir das mal notieren, weil das schaffe ich sonst nicht, um mir zu merken. Ich bin nämlich alt. Ich mach mal ein G für den Gottkaiser, B für Wuwasch, für den Rudi und die Coralie. So. Okay, wir beginnen. Gottkaiser hat 1. Kommt schon mal einen Strich. Wuwasch bekommt auch einen Strich. Wuwasch bekommt noch einen Strich. Gottkaiser bekommt einen Strich. So, warte mal. Wo sind die anderen? Die liegen hier. Gottkaiser bekommt noch einen Strich. Warte, das ist Gras. Doch, Rudi kriegt einen Strich. Hier ist nochmal Gras. Das stört noch ein bisschen. Gottkaiser bekommt noch einen Strich. Das, was Gottkaiser vorher nicht getroffen hat, räumt er jetzt sozusagen ab. Da bekommt der Rudi noch einen Strich. Noch einen Strich für den Rudi. Und noch ein Strich für den Rudi. Noch ein Strich für den Rudi. Na, meine Güte, er hat schon fünf Kills, sozusagen. Die Coralie bekommt auch einen Strich. Als wenn du gezielt hättest. Genau, richtig. Dann bekommt der Rudi noch einen Strich. So. Ja, Gras im Weg. Noch ein Strich für die Coralie. Dann müssten wir sie eigentlich alle haben, oder? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir sind aber nur 13. Die armen Hühner. Es war keine Absicht. Nein, nein, natürlich nicht. Okay, die liegen auf jeden Fall alle hier. Despawned ist noch nichts, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, okay, gut.
Striche passen auf jeden Fall zu den Hühnern. Gut, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie über die Toten ausgestiegen sind. MFG, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut bis dahin. Bleib so schön. Tschüss. So, der Gottkaiser hat 4 Striche. Und der Rudi hat 6 Striche. Das heißt, der Wuwasch 2 und die Kurali auch 2. Das heißt, der Rudi hat diese Runde gewonnen und bekommt somit quasi einen Punkt. So. Somit hat quasi die Coralie einen Punkt, der Wuwasch hat 2 Punkte und der Rudi einen Punkt. Gottkaiser ist ganz knapp hier dem Sieg entgangen. Aber vielleicht hat er Glück beim nächsten Mal. Das nächste Spiel sollte eigentlich ein Teamspiel sein. Da werde ich wohl mal mitspielen. Weil das ist ja eigentlich für 6 Leute ausgemacht. Nee, warte mal. Ach Quatsch, nee, müssen wir. Ihr seid ja 4. Blödsinn, Quatsch. Das nächste ist ein Teamspiel. Und da geht es darum, wer zuerst die. Jetzt sind hier Hühner drin. Ach doch, es sollten ja Hühner rein. Da geht es zuerst, wer zuerst alle Hühner abmurkst. Und ihr sucht euch einfach mal einen Partner. Und mit dem Partner werdet ihr sozusagen dann dieses Spiel machen. Toll. Jetzt ist das hier. Oh! Moment, ich muss kurz das Huhn beerdigen. So. Sind hier noch... Hier ist auch noch ein Huhn. Na okay, das können wir ja drinnen lassen. So, ich würde... Also, es bekommt jeder wieder 64 Pfeile. Und dann packe ich hier die Hühner alle rein. Moment. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Jedes Team hat sozusagen 128 Möglichkeiten. Oh, sorry, Coralie, die Pfeile sind runtergefallen. Ich wollte sie eigentlich aufs Podest werfen. Hat aber nicht ganz geklappt mit dem Zielen. Gut, gut. Okay, Moment. Ich würde sagen, wir machen... Es ging ja jetzt relativ schnell. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal 15 pro Seite einfach machen. 15 pro Seite. Ja, ich denke, das ist okay. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Ich schreibe es wieder im Chat, wenn es losgehen soll. Haltet euch bereit.
So, es wird gemetzelt. Die ersten Tiere sind tot. Die armen Tiere, merkwürdigerweise laufen sie jetzt nicht rum, wahrscheinlich weil die Spieler zu weit weg sind. Das heißt, es ist ein ziemlich gutes Zielschießen. Jetzt muss ich bloß ganz stark aufpassen. Team Gottkaiser, Coralie Gottkaiser, sind nur noch 4 Hühner am Leben. Oh, ich glaube, wir haben einen Gewinner. Ach Quatsch, Wuwasch und Coralie, nicht Gottkaiser. Ja, Wuwasch und Coralie sind als erstes durch. Ah nee, Quatsch, hier lebt noch eins. Auf der linken Seite haben wir noch zwei watschelnde Hühnchen. Jetzt. Okay, jetzt. Hier ist doch noch eins. Mensch, das erkennt man ganz schlecht. Aber hier drüben waren die jetzt auf jeden Fall alle. Okay. Oder? Ja. Okay, was? Läuft hier noch eins rum, oder was? Also, wenn ich mich jetzt nicht irre, hat Team Coralie und Wuwasch zuerst alle abgemurkst. Was sagen die Spieler denn selbst? Wahrscheinlich sagt jeder von sich, dass er die Ersten waren. Ja, okay, gut. Da jetzt keiner irgendwas Gegenteiliges gesagt hat, würde ich jetzt einfach die Punkte an Coralie und Wuwasch verteilen. Und somit ergibt sich folgender neuer Punktestand. 2 Punkte für Coralie, 3 Punkte für Wuwasch und einen für Rudi. Der Gottkaiser ist leider ohne Punkt ausgegangen. Also der Rudi hat halt jetzt auch keinen Punkt bekommen, weil ihr habt ja die Runde nicht gewonnen sozusagen. Die Punkte gingen an Wuwasch und an Coralie. Herzlichen Glückwunsch für diese Runde. Herzlichen Glückwunsch! Ach, wie sie sich beide gleichzeitig verbeugen. Sehr cool. So, okay, gut. Ein Spiel wartet ja noch auf uns. Und da würde ich sagen, folgt ihr mir einfach mal ganz unauffällig. Ein schwerer temporaler Sturm nähert sich. Den werden wir jetzt einfach mal überspringen. Ach, du hast mit dem Bogen noch gar nicht so groß Berührungspunkte gehabt, Rudi. Das ist ja cool. So, das wird jetzt quasi, hier spielen immer 2 Spieler gegeneinander. ich erkläre kurz das Spiel. Ihr seht ja immer die Figuren, also quasi die Straw Dummies. Ne? Am besten nicht runterschubsen, das wäre von Vorteil.
Ah, der Gott Kaiser, der ist ganz aufgeregt, Mensch, der ist ganz aufgeregt. Hier sind Pfeile drinnen, die könnt ihr euch alle dann nehmen. Das sind 4 Stacks von Pfeilen, weil jetzt gibt es keine Pfeilbegrenzung. Es liegt derjenige, der zuerst hier drüben getroffen hat, quasi das Ziel, das farblich markierte Ziel, ne? Der kann zum nächsten Ziel losrennen und von hier aus dann zum nächsten Ziel schießen. Es gibt immer einen Abschusspunkt, der ist hier unten auf dem Fußboden rot markiert, beziehungsweise farblich markiert. Also ab dort wird dann immer geschossen, damit jeder immer ungefähr die gleiche Reichweite hat. Ja, und dann geht das immer so weiter, bis ihr sozusagen am Endpunkt, ich zeige euch das mal, wo es lang geht, das geht hier hoch, hier lang. Und dann geht's bis zum hier hin. Und da hinten ist ein Kreuz. Und ja, wer das zuerst trifft, der hat quasi dann diese Runde gewonnen. Jeder spielt jetzt quasi erstmal. Ja, ihr könnt aussuchen, wer als erstes anfängt. Wenn ihr keine Pfeile mehr macht. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wenn ihr keine Pfeile mehr habt, dann sagt bitte Bescheid. Wie gesagt, ihr könnt so viele Pfeile haben, wie ihr möchtet oder verbraucht. Das ist jetzt nicht begrenzt. Ja, okay, Kurali und, Wuwasch und Gottkaiser fangen an, so wie es aussieht. Oder Kurali und, entscheidet euch bitte. Entscheidet euch. Gut, okay, Wuwasch und Gottkaiser beginnen sozusagen. Ich stelle mich mal hier hin, damit ich quasi auch sehe, wer zuerst trifft. Ich schreibe es wieder im Chat. Ohne dass ich was sage, schieße ich los. So. Okay, die ersten Pfeile fliegen. Wir schauen mal. Es wird auf jeden Fall schon mal ganz knapp. Oh, okay, der Gottkaiser hat getroffen. Gottkaiser hat getroffen, du kannst weiter. Gottkaiser, du kannst weiter. Genau. Und der Wuwasch, der muss jetzt quasi so lange weiter. Oh. Warte mal, hier. Der Gottkaiser wird von einem. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da unten. Du schießt auf den falschen. Wuwasch, du schießt auf die falsche Puppe. Deine Puppe ist links auf dem gelben Slot. Die ist quasi hier. So, hier bräuchte man. Okay, Wuwasch, du kannst los. Okay, jetzt, Wuwasch kann auch. Ja, er hat schon die zweite Puppe getroffen. Und wird verfolgt von Driftern. Ich muss mal kurz hier die Drifter. Moment. Wird von Driftern verfolgt. Oh, er hat sogar schon die dritte Puppe getroffen. Du kannst jetzt, von der Puppe kannst du direkt hier zu dem. Ich hätte das markieren müssen. Du kannst hier hingehen. Wenn du die Puppe da oben getroffen hast, kannst du hier zu dem Dings direkt gehen. Wie ich sehe, ist Gottkaiser auf jeden Fall auch schon ein Stückchen weitergekommen.
So. Dann beobachte ich mal hier. Also hier muss der Strohballen getroffen werden. Mal gucken. Oh, das war knapp. Oh Gott, Kaiser ist noch dabei. So, Wuwasch hat getroffen. Somit hat quasi die Runde gewonnen. Gottkaiser kann natürlich gerne noch weiter versuchen. Das ist gar kein Problem. Du kannst gerne dein Glück versuchen. oder triffst mich. Gut, okay, ich schätze mal, dass das war's. Die anderen zwei sind dran. Ich mach mal wieder Tag. Also, ich gehe mal gleich mal direkt eins weiter. Ich schiebe mal die Puppe ordentlich hin. Ups. Jalo, mach's Nacht. Schlaf schön. Ich wünsche dir eine gute Nacht, eine erholsame Nacht und einen schönen Start in den nächsten Tag. Mach's gut bis dahin und bleib so schön. So. So, ich fülle mal die Pfeile auf. Oh, halt. So, jetzt. Gut. Ja, ihr könnt starten, sobald, wie gesagt, die Puppe getroffen wurde, könnt ihr selbstständig weiterziehen. So, der erste geht weiter. Der Rudi hat getroffen, die Coralie hat auch getroffen. Los geht's. Und das nächste Ziel wird in Augenschein genommen. Oh, der Rudi hat das nächste Ziel auch schon getroffen. Oh, und das nächste Ziel gleich mit dem ersten Pfeil. Coralie hat auch schon das nächste Ziel getroffen. Sehr gut. Es wird ein ganz, ganz knappes Rennen jetzt. Ein ganz knappes Rennen. Coralie versucht sich jetzt an der dritten Puppe. Ich glaube, ich muss mal die Pfeile hier noch wegnehmen. Wo ist Coralie? Ah, Coralie ist dort. Lauf einfach drum rum. Lauf einfach drum rum.
Du kannst direkt dorthin gehen, wo der Wuwasch ist. Einfach hier zu mir. Komm hier zu mir. Oh, der Chat. Ich sehe den Chat nicht. Ich hätte das besser markieren sollen. Coralie hat ein wenig Orientierungsprobleme. Ich hätte das, wie gesagt, besser markieren sollen. So, okay, und jetzt wird sozusagen um die Wette geschossen. Wer zuerst das Kreuz trifft in der Mitte, der hat natürlich dann auch diese Runde gewonnen. Gucken wir uns einfach mal die Spiele an, wie sie, kann man einen Screenshot machen, Mensch. Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger, ne? Oh, Coralie hat fast ganz, fast getroffen. Rückt jetzt auf jeden Fall ein bisschen näher. Rückt dem Mittelpunkt immer näher. Wuwasch trifft weiter unten immer. Wie komme ich auf Wuwasch? Rudi. Sorry, ich meine natürlich Rudi. Oh, das ist ganz knapp. Rudi, ganz knapp getroffen. Ein bisschen zu weit unten noch. Lass es mal einen halben Meter sein oder so. Einen halben Block. Na, ist gar nicht so einfach, ne? So mit dem Bogen zu sein, ist, Wenn ihr dann noch Pfeile benötigt, dann sagt ihr einfach mal Bescheid, bitte. Ah, ist ganz, ganz, ganz knapp hier. Wenn ich mal hier so gucke, wenn ich mich... Oh. Ah, ich stelle mich mal... Ah, hier, von hier aus sehe ich das auch ganz gut, muss ich sagen. Der Rudi pirscht sich sozusagen ran. Noch ein bisschen außer... Oh, hier oben. Aurora Borealis oder was? Ja, das ist... Da ist richtig hartes Können gefragt. Da sind die Spezialisten gefragt. Und der Rudi hat gewonnen. Der Rudi hat gewonnen. Der Rudi hat einen Treffer gelandet. Der Rudi hat getroffen. Gott Kaiser, ich wünsche dir eine gute Nacht. Mach's gut bis dahin. Bleib so schön. Tschüss. Ja. Dann reicht euch mal digital die Hände. Und wie sieht es denn jetzt punktetechnisch aus? Die Coralie hat 2 Punkte, der Wuwasch hat 4 Punkte und der Rudi hat 2 Punkte jetzt. Somit hat Wuwasch tatsächlich das komplette Spiel gewonnen. Wuwasch, herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Dein Preis ist heiß. Du bekommst von uns die goldene Rüstung. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So. Und natürlich gehen die Zweitplatzierten und Drittplatzierten
auch nicht leer aus. Das heißt, die Koali hat ja sozusagen 2 Punkte und der Rudi ebenfalls 2 Punkte. Das heißt, Gleichstand sozusagen. Und er kriegt natürlich dann die Bronze Rüstung. Es soll ja ein fairer Wettkampf sein. So. Dann stellt euch mal alle ein bisschen auf. Wir machen mal noch ein Foto. Leider ist der Gottkaiser jetzt schon raus. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Spannt alle mal den Bogen, bitte. Coralie zieht ihre Rüstung direkt an. Das ist sehr gut. Oh, das wird ein super Foto. Das wird ein super Foto. Moment, nee, bleib so. Rudi, nicht drehen. Dreh dich mal wieder zurück, Rudi. Ah. Müssen wir so lassen. So, okay. Screenshot ist im Kasten. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Die Zielgenauigkeit. Ich habe leider mit dem großen Bogen noch nicht wirklich gespielt, muss ich sagen. Aber ich dachte, ja, der ist ganz gut. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben es ja jetzt auch schon wieder 22 Uhr. Es ging relativ schnell rum, ne? Man kann das ja wiederholen. Man kann ja dann gegebenenfalls noch einen neuen Parcours aufbauen. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz rüber switchen, weil wir wollen ja noch eine Verlosung machen. Da wollen wir ja noch 3 Gewinner ziehen. Und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Ich gehe mal rüber. Jetzt bin ich natürlich noch im Spiel. Moment. So. 13 Abonnenten haben bei dem Gewinnspiel mitgemacht. Sieht man hier. Ich habe das Video schon eingebunden. Und ich würde jetzt sozusagen den Gewinner mal picken. Ich muss mir nur mal ganz kurz die Zeit aufschreiben, damit ich das dann als Video exportieren kann. Wir sind jetzt bei Aufnahmezeit 1 Stunde 49. Eine Stunde... Das schreibt mein Kuli nicht. Eine Stunde... Machen wir mal 1 Stunde 50. Und wir machen Folgendes. Herzlich willkommen zur Verlosung von dem YouTube-Video beziehungsweise von dem T-Shirt, das ihr euch selber aussuchen könnt. 13 Personen haben mitgespielt. Wir sind da gerade aktuell live im Stream. Für alle, die jetzt nicht im Stream mit dabei gewesen sind, die können das jetzt auf YouTube sozusagen nachschauen. Und ich werde jetzt den Gewinner ziehen und dann entsprechend auch die Gewinner benachrichtigen. Sofern ich eine Kontaktmöglichkeit habe. Ansonsten einfach mal dann unter das Video kurz melden oder in den Discord kommen. Ich habe jetzt das Video hier eingebunden. Hier ist der Link. Hier sind die 13 Mitglieder bzw. Abonnenten, die mitgemacht haben. Und ich drücke jetzt hier einfach mal auf Start, um den ersten Gewinner zu ziehen. Leider habe ich jetzt keinen Trommelwirbel. Im Stream, vielleicht werde ich jetzt einen Trommelwirbel noch ins Video einbauen. Mal sehen, wie viel Zeit noch ist. Ich drücke jetzt auf Start. 3, 2, 1. So, King Mongo. Herzlichen Glückwunsch. Du bist sozusagen der Gewinner 1. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben aber noch 2 weitere, wie ich gesagt habe, 2 weitere Gewinner, die wir ziehen können. Und in dem Fall drücke ich hier nochmal drauf. Oh, was war das?
Es hat gerade irgendwas bling gemacht. Also es war mal wieder Windows. Egal. Ich drücke jetzt mal drauf und ja, noch einmal. Die Denise Reichert hat einen zweiten Preis gewonnen oder hat den zweiten Preis gewonnen. Ich schreibe es nochmal kurz auf, damit ich es nicht vergesse. Steht auch im Video eigentlich, aber egal. Warte mal, King, Mongo. Denise. So. Und natürlich noch einen zweiten, noch einen dritten Gewinner. Thomas Burg. Und der Thomas hat ebenfalls etwas gewonnen. Wie gesagt, der erste mit dem ersten Preis, beziehungsweise der erste Gewinner, erhält das T-Shirt, was er sich aussuchen kann. Also quasi ja, Größe, Farbe etc. Beziehungsweise Aufdruck. Und Preis 2, Preis 3 sind zwei Gutscheincodes für den Shop, die jeweils 10% Nachlass haben pro Artikel, und es wird ebenfalls noch die Provision abgezogen, die ich normalerweise für jeden Verkauf erhalte. Das heißt, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und ja, hiermit ist ja das YouTube-Video zu Ende. Ich muss mal die Zeit aufschreiben. 1:52. 1:52. Herzlichen Glückwunsch. King Mongo, bitte melde dich. Von dir habe ich, glaube ich, keine Kontaktmöglichkeiten. Bitte melde dich. Und Denise und den Thomas schreibe ich im Discord einfach mal an. Gut. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner nochmal. So. Ich gehe jetzt einfach mal nach Hause. Und, naja, 2 Stunden. 2 Stunden sind schon wieder rum, ne? Das geht immer so schnell. Das geht immer so schnell. Das ist ja eklig. Und da fängt man natürlich jetzt auch nichts weiter an, ne? Deswegen gehe ich erstmal hier wieder in den normalen Chat rein. Ach Mensch, das war doch mal aufregend. Hat mich gefreut, dass sich einige Spieler gefunden haben, mit beim ja, Bogenschießen-Event mitzumachen. Da wir ja den Aufbau noch haben, können wir das ja gerne wiederholen. Beziehungsweise können wir auch die Disziplinen einfach mal erweitern. Das ist kein Problem. Müssen wir einfach mal schauen, was uns da noch einfällt. Kann ich ja dann noch mitbauen. Ich trinke mal noch einen Schluck alkoholfreies Weizen. Prost. Ach Mensch, oh, das ist eiskalt. Ist das schön. So. Ja, ich würde sagen, ich muss leider auch schon wieder Schluss machen, weil diese Woche ist die Frühschichtwoche. Das heißt, so lange geht's nicht. Diese Woche kommt auch nicht so viel Vintage-Story, muss ich sagen. Denn es sollte eigentlich noch ein Tutorial kommen. Das Tutorial hat aber irgendwie nicht funktioniert. Naja, nicht ganz. Ne, der Rudi hatte. Der Rudi hatte 2 Punkte zum Schluss. Also der Rudi hatte 2 Punkte zum Schluss. Aber im Endeffekt macht es keinen Unterschied, weil ja zweiter und dritter Platz sozusagen die gleichen Preise bekommen haben. Ja, deswegen. Deswegen. Für alle, die das jetzt nicht gerade im Chat hatte nochmal der Wuwasch gefragt, ob der Rudi nicht 3 Punkte hatte.
Aber ich bin mir sicher, dass der Rudi zum Schluss 2 Punkte hatte, weil er hat jetzt die letzte Runde gewonnen. Mit einem Punktestand von 1 plus 1 Punkt von der letzten Runde sind halt 2 Punkte. Und der Wuwasch natürlich dann halt das erste Spiel, quasi das, die erste Runde gewonnen hatte, war mit 4 Punkten. Ist somit quasi, ja, eigentlich Zweiter und dann Coralie die Dritte. So hatte ich es mir zumindest aufgeschrieben. Aber wie gesagt, Platz 2 und 3 haben ja die gleichen Preise bekommen. Sind so sagen, auf gleicher Stufe. Bei uns gibt es keine dritten Plätze. Wir sind alles Gewinner. Wir sind alles Gewinner. Naja, gut. Ich muss sagen, es war ein recht kurzweiliges Vergnügen. Es ging irgendwie schnell rum. Wahrscheinlich, weil ich auch am Anfang eine halbe Stunde gequatscht habe. wir haben ein nettes Spiel gehabt. Das können wir auf jeden Fall, wie gesagt, erweitern. Nochmal wiederholen. Und ja, für alle, die bis jetzt noch dran geblieben sind, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Da spielen wir ein bisschen ausgiebiger Vintage Story. Und ja, wie gesagt, diese Woche kommt jetzt nicht so viel Vintage Story. Ich habe ein Video, hatte ich ja angefangen oder hatte ich aufgenommen, wollte ich dann rendern bzw. schneiden und habe festgestellt, dass bei den Aufnahmen immer die erste Sekunde oder ersten 2 Sekunden gefehlt haben. Das heißt, ich habe einen Satz gesprochen und habe ihn halt eigentlich der Anfang war abgeschnitten. Und ja, dann habe ich das nicht nochmal aufgenommen, weil es hat so schon die ganze Zeit Zeit gedauert. Also einige Stunden hat es gebraucht mit der Aufnahme. Coralie, gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Und naja, so ist es halt. Die Aufnahme ist nicht verloren, die kommt auf jeden Fall. Ich muss halt die 3 Sachen muss ich nochmal neu aufnehmen. Also nee, es waren mehr als 3 Sachen. Es waren 3 mehr als 3 Sachen. Die muss ich auf jeden Fall nochmal neu aufnehmen und dann, wie gesagt, kommt das nochmal. Das soll ein Tutorial sein zur Zucht von Tieren, Züchten und so weiter und in Englisch und Deutsch und beide Tonspuren hatten halt dieses Problem. Ja. Und ja, so viel hatte ich jetzt auch nicht aufgenommen. Deswegen habe ich da nicht so viel Zeug, was ich raushauen kann. Ein bisschen Vintage-Zeug und Space Engineers hatte ich noch mit in petto. Das habe ich noch mit rausgehauen. Aber wie gesagt, wir spielen dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen länger. Gut, alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Nachti!